Hallo ihr Lieben, ich dachte, ich mache mal nach längerer Zeit wieder ein Video. Fange ich mal wieder an, ein paar Videos zu drehen. Das ist einfach informativer als immer nur Texte unter den einzelnen Beiträgen. Ja, worum es mir geht, ist, ich möchte mich ja auch ein bisschen für oder beziehungsweise gegen die Krankheit Morbus Crohn einsetzen, die mich ja auch selbst betrifft seit circa, ja, nunmehr über 16 Jahren. Seit Anfang 30 strampel ich mich nun schon damit ab, mit den diversesten Symptomen, die da so auftreten. Na, also wenn ihr das mal googelt, werdet ihr sehen, es ist nicht einfach nur ein gereizter Darm, sondern es ist vielmehr eine ganzheitliche Krankheit, so will ich das mal nennen. Also es betrifft quasi den ganzen Körper. Es betrifft jetzt nicht nur diese eine bestimmte Stelle hier, dass die entzündet ist und Symptome dort verursacht, sondern Symptome finden am ganzen Körper statt. Es kann von den Augen bis zu den Gelenken, bis zu den Muskeln stattfinden, dass dort Symptome auftreten und das Leben sehr, sehr erschweren. Also es ist nicht nur, sage ich mal, Durchfall, heftigster Durchfall, es ist nicht nur Fieber, es ist nicht nur Erschöpfung, es ist nicht nur, dass man depressive Verstimmungen haben kann aufgrund der ganzen Geschichte, weil man ja doch ganz schön auch darunter leidet. Da entwickelt man, also ich persönlich zumindest, auch einige Aggressionen hin und wieder und regt sich über kleine Dinge auch mal ganz groß auf. Und man kann halt viele Sachen nicht machen. Man kann nicht so am Alltag teilnehmen, wie man das gerne möchte. Man kann nicht so aktiv sein, wie man das gerne sein möchte. Sport ist für mich ja schon seit längerem nicht mehr möglich, also richtig Sport zu treiben. Abgesehen von Spaziergängen, von längeren Spaziergängen oder so, habe ich jetzt ewig keinen Sport gemacht, habe auch ein paar Kilos zugelegt. Das habt ihr sicher auch schon bemerkt. Also meine Airbags sind schon etwas ausgebaut und ja, im Ganzen habe ich halt auch zugenommen. Und das sind ungefähr 15 Kilo, die ich zugenommen habe, aufgrund des Bewegungsmangels, weil ich halt einfach Probleme mit den Gelenken habe und den Muskeln auch. Also bei Anstrengung fangen die an, mörderisch weh zu tun und das macht keinen Spaß, sich dann zu bewegen unter diesen Umständen. Mit den Augen habe ich hin und wieder Probleme, obwohl ich generell eine sehr gute Sehkraft habe. Ich brauche also noch keine Brille und nichts, aber es können auch leichte Entzündungen in den Augen halt stattfinden, ne? Wie gesagt, Gelenke, Muskeln, Schleimhäute, alles, generelles Unwohlsein und ja, diese ganzen Entzündungen, die bei mir im Körper halt stattfinden, von oben bis unten, rauben mir jegliche Kraft im Alltag. Ne? Also wie gesagt, 50 Stufen Treppensteigen fordert mich schon enorm und ich muss schauen, dass ich das in einem durch überhaupt schaffe. Ne? Das ist nicht immer so gesagt. Manchmal müssen da auch Pausen her, je nach Tagesform. Gut, nun habe ich angefangen, mich da so ein bisschen selber auch zu therapieren und habe jetzt ja, pflanzliche Mittel mit eingebaut. Unter anderem auch diesen sogenannten ja, indischen Weihrauch. Das sind diese Weihrauchtabletten, die kann man auch, da gibt es also sehr viele im Netz, da muss man ein bisschen auf die Qualität auch achten. Ich führe meinem Körper, da er halt Probleme hat, Nährstoffe aufzunehmen, unter anderem auch eine Menge an Vitaminen zu. Und ja, versuche es halt so ein bisschen in den Griff zu bekommen. Und ich koche mein berühmtes, auch wenn es lustig klingt, Möhrensüppchen. Möhren wirken sehr entzündungshemmend und binden einfach auch die Feuchtigkeit im Darm und helfen da auch so ein bisschen die Entzündungen zu lindern. Also bei vielen ist das sehr hilfreich. Mir tut es auch sehr gut. Und ja, auch wenn ich jetzt nicht so der große Möhrenfan bin, ich koche es mir regelmäßig und ich konsumiere es regelmäßig. Also da muss man sich einfach mal so ein bisschen mit sich selber beschäftigen. Man muss Verantwortung für sich selbst übernehmen, für seine Gesundheit übernehmen.
Weil ich denke, die Schulmedizin, die ihre Berechtigung hat, und es ist auch gut, dass es sie gibt, und ja, man sollte immer unter Beobachtung eines Arztes sein und sich regelmäßig checken lassen und beraten lassen und so weiter. Aber davon abgesehen sollte man auch was für sich selber tun und Verantwortung für die eigene Gesundheit übernehmen und selbst auch etwas tun. Weil ich denke, die Schulmedizin lindert zwar oft die Symptome, aber sie arbeitet nicht an der Ursache. Und da muss wirklich jeder selbst dran arbeiten, wenn er sich wirklich besser fühlen will. Also bei mir ist der Leidensdruck ja mittlerweile recht groß. Darum habe ich auch die Verantwortung jetzt vollkommen übernommen und versuche jetzt zu tun, was ich kann in der Richtung. Ich versuche jetzt alles. Zuckerfrei leben, weil Zucker fördert Entzündungen. So wenig Milchprodukte wie möglich. Milchprodukte, dieser Milchzucker fördert auch Entzündungen. Pflanzliche Mittel nutzen, wenn nötig. Man sollte immer mal ein Blutbild machen lassen bei seinem Arzt. Auch Vitamine zuführen. Und Morbus Crohn-Kranken und CED-Kranken, chronisch entzündliche Darmerkrankung heißt das, mangelt es sehr oft an Vitamin D. Omega-3-Fettsäuren sind sehr wichtig und ja, wie gesagt, dieser indische Weihrauch, der kann sehr entzündungshemmend wirken, ähnlich wie ein Cortisonpräparat. Also es, man muss es halt ausprobieren. Ich bin da gerade in der Erprobungsphase, ich teste das gerade alles und ich muss sagen, seit ich das alles mache, seit ich Verantwortung für meine Gesundheit übernehme, mehr und mehr und dran arbeite und viele Dinge versuche, geht es mir bedeutend besser. Also meine Symptome haben sich schon zu 40% verbessert, muss ich sagen. Also kann ich sagen, muss ich nicht sagen, darf ich, kann ich sagen. Und darüber bin ich sehr froh und darauf bin ich stolz, dass ich das geschafft habe. Ja, was 16 Jahre Schulmedizin bis jetzt nicht geschafft haben, habe ich selber geschafft. Und wie gesagt, die Schulmedizin hat ihre Berechtigung, man bleibt unter Beobachtung des Arztes, man arbeitet mit dem Arzt zusammen, aber man sollte auch nebenher wirklich Verantwortung für seine Gesundheit übernehmen und schauen, dass man nicht nur die Symptome lindert, sondern dass man an der Ursache arbeitet. Und die Ursache, die liegt einfach in der Ernährung. Nutrition is the key. Also Ernährung ist wirklich der Schlüssel zur Gesundheit. Du bist, was du isst. Das habe ich schon immer gesagt. Das sage ich schon seit Jahren. Und es ist einfach so. Und ich merke das auch an mir selbst. Ich merke das an meinem eigenen, wie sagt man, Gesundheitszustand. Ne? Dass ich wirklich bin, was ich esse. Und dass man nur mit Ernährung halt auch wirklich große Ziele erreichen kann und nicht nur Symptome lindert, sondern wirklich auch sein Leben umstellen muss. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen steril, aber ich trinke keinen Alkohol, ich esse keinen Zucker derzeit, ich rauche nicht, ich habe noch nie geraucht, werde es auch nie tun, nicht für 1 Million Euro würde ich anfangen zu rauchen, wenn die mir einer zahlen würde, nie im Leben. Es klingt sehr steril, aber das sind alles wichtige Dinge, die halt dafür sorgen, dass unsere Gesundheit, dass unser Körper funktioniert. Weil aufgrund dieser Dinge, insbesondere Alkohol, kommen auch viele Krankheiten. Die ganzen Zivilisationskrankheiten werden sehr oft durch Alkohol, Zigaretten, übermäßigen Zuckerkonsum und überhaupt, sage ich mal, dieses unmäßige Leben, diesen unnötigen Konsum von nicht so guten Lebensmitteln verursacht. Also wie gesagt, Ernährung, vielleicht pflanzlich irgendwie etwas dazu beisteuern, viel Bewegung und einfach die Verantwortung für sich selbst und für seine Gesundheit übernehmen und einfach mal drüber nachdenken, muss ich wirklich jeden Trash meinem Körper antun oder brauche ich das nicht wirklich? Kann ich auch vielleicht Spaß an gesunder Ernährung, an einem gesunden Lebensstil finden? So, das fürs Erste. Ich will euch jetzt hier nicht zulabern und ich hoffe, ich habe vielleicht einigen damit geholfen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das gerne in den Kommentaren platzieren. Ich werde dann gerne drauf eingehen. Habt einen wunderschönen Wochenstart. Macht's gut!